Die Houthi und die libanischen Hisbollah Milizien sind die Verbündeten des iranischen Regimes in der Region, die von Katar-Regime unterstützt werden, um die arabischen Staaten und ihre Völker zu zerstören. Und diese Milizien bemühten sich, um die arabischen Länder zu sabotieren und zu stören, indem sie Elemente anziehen und sie vor den Waffentransport trainieren, um die regulären Armeen zu bekämpfen, um das Chaos in staatlichen Institutionen zu verbreiten. Und der syrische Medien Abdul Jalil al-Said sagte, dass die Idee kurzes gefasst ist, dass Al-Hamdin-Organisation und ihre gefallenen Medien gegen Saudi-Arabien kämpfen, indem er Lüge und die Gerüchte verbreitet und seine Leute dazu eine Stachelte, um gegen seine Machtgeber zu belundern, die in der Lage waren, um die Verschwörungen des Katar-Regimes aufzudecken. Und er sagte, Al-Houthi, der Legitimität des Jemen aufhebt, versuchte immer, um die Bemühungen der Koalition, Struben und ihre Erfolge bei der Bekämpfung gegen die terroristischen Gruppierung zu durchkürzen. Daher hat Doha die Houthi Terrororganisationen im Jemen ausgenutzt, um den Friedensprozess durch Unnachgiebigkeit zu behindern. Und einige jemenische Regierungsquellen beschuldigten das Regime von Katar wegen eines Versuches, um den Friedensprozess zu beeinflussen, nachdem Houthi die Übergabe von Häftlingen ausgenutzt hatte. Verschwand sie gewaltsam, um das Chaos im Land zu verbreiten. Jemen, der unter Kriege und Spaltung leidet, die von iranischen Regime und seiner verbündeten Al-Hamdin-Organisation gegründet wurde, wird keine unmittelbare Stabilität erleben, wegen der verdächtigen Versuche von Katar, die von ersten Moment versuchte, um die Situation vor Kontrolle des Iran und seine Houthi-Alliierten im hohen Norden vorzubereiten. Und nicht nur Houthi, sondern auch die Hisbollah im Libanon und ihre Verbündeten beleidigte Saudi-Arabien, um den iranischen Pläne gegen das Königreich Saudi-Arabien umzusetzen, um Saudi-Arabien zu sabotieren und auseinander zu reisen. Diese veranlasste Prinz Mohammed bin Salman zu sagen, dass seine Land keine neue Hisbollah auf der arabischen Halbinsel will, und betonte, dass diese eine rote Linie in der Welt und nicht nur in Saudi-Arabien ist.